Saisonauftakt, dritte Liga, Platz 11 in Bremen. Werder Bremens U23 in den weißen Trikots. Die einzig verbliebene zweite Mannschaft gegen seine Truppe. Die Aufstiegshelden aus Unterhaching. Klaus Schromm, der Cheftrainer, sah aber erstmal die Gastgeber mit einem etwas engagierteren Auftakt. Marc Pfitzner, normalerweise für die Defensive zuständig. Einer der Routiniers, eine der Korsettstangen für Werders Youngster mit der ersten Chance in der 23. Minute. Gut aufgepasst vom Hachinger Goalgetter des letzten Jahres, von Stefan Hein. Unterhaching mit verhaltenem Beginn. Bigalke ebenfalls. Zweit- und Erstliga erfahren. Und dann aber kein Problem für Ölschlegel im Bremer Tor. Dominik Stahl kommt trotz der klasse Vorarbeit von Sascha Bigalke nicht richtig hinter den Ball. Auch ein wenig vom Bremer Defensivspieler gestört. Florian Kohfeldt, erst Co-Trainer in der Bundesliga, jetzt Cheftrainer U23. Mit einem klaren Ausbildungsauftrag. Er soll Spieler fördern und besser machen. Und das gelingt ihm. Tore Jakobsen ist einer dieser Youngster. Und Aicicek, 23 Jahre, ausgeliehen an 1860 München. Das muss für einen Spieler mit seinen Ansprüchen eigentlich das 1:0 sein. Werder also im Chancenplus. Sehr souverän, immer wieder die tollen Balleroberungen. Touré sehen wir hier, auch erst 19, mit dem Zuspiel auf Aicicek und Corbinian Müller. Er ja eigentlich nicht als Nummer 1 geplant, aber jetzt ist er's. Und heute zeigte er, warum Haching kein Torwartproblem hat. Die Szene danach abgepfiffen, weil Kaczios Einsatz regelwidrig war. Unter Haching hinten relativ gefällig, aber dann solche Aussetzer. Wieder der gute Aicicek. Genau die Schnittstelle getroffen und dann Max Dombrovka. Da brauchte sich kein Hachinger beschweren. Der Elfmeter absolut berechtigt. Touré von den Beinen geholt und Ole Kuiper beim Strafstoß. Und wieder Müller. Und nochmal Müller. Werder, wie im letzten Jahr, nutzt die zahlreichen Chancen nicht. Und Corbinian Müller, Hachings Held der ersten Halbzeit. Nur ihrem Keeper haben sie es zu verdanken, dass sie noch im Spiel waren. 60 mitgereiste Fans, 800 Kilometer, 1206 Zuschauer insgesamt, sahen den Beginn der zweiten Hälfte. Werder musste wechseln, Lars Bünning mit im Spiel und mit dieser Flanke und Kaczior mit dem 1:0. Der Treffer des Mannschaftskapitäns in der 51. Minute. Der 34-jährige Routinier lässt sich solch eine Gelegenheit natürlich nicht entgehen. Haching komplett zu weit weg von den Leuten. Keine Chance für Müller bei Werders 1:0. Und die Gäste? Na ja, so sah das meistens aus. Nichts zu sehen von Hein, der letztes Jahr alleine 35 Tore erzielt hatte. Und Klaus Schromm, er wusste zu diesem Zeitpunkt schon, die dritte Liga ist halt was anderes. Auch hier fehlende Konsequenz. Die Werder-Amateure gut sortiert und dann solche Konter. Mittlerweile eingewechselt, Isai Young. Ebenfalls 19 Jahre jung und er macht das richtig gut. Und dann, Achtung, Levent Aicicek, der ist drin. Levent Aicicek. Man weiß ja noch nicht, ob man ihn behalten will an der Weser. Aber wenn er so weitermacht, dann wird sich diese Frage von selbst beantworten. Das 2:0 für Werder in der 81. Minute. Ein wunderschöner Treffer und eigentlich schon die Entscheidung. Auch hier Müller im Hachinger Tor. Ohne Gelegenheit, das zu verhindern. Florian Kohfeldt zufrieden. Und nochmal, Aicicek, Achtung. Und auch der sitzt. Die Entscheidung 3:0, 89. Minute. Und der war nicht zufällig. Der war absolut gewollt. War schon so gewollt. Ich habe gestern im Training ein paar Freischüsse trainiert. Da waren auch fast alle drin. Und ja, da hatte ich natürlich die Selbstsicherheit. Und wenn man dann vorher schon ein Tor geschossen hat, dann klappt es natürlich auch mit dem Freischuss. Erstmal Gratulation, hochverdienter Sieg, auch in der Höhe, leider. Wir waren nicht ganz am Optimum und ja, gerade unser Offensivspiel, da haben wir doch, denke ich mal, in der vierten Liga deutlich mehr Räume gehabt, das haben wir gemerkt. Und dann hat der Gegner auch, ja, auch sehr, sehr gut verteidigt und dann ja, gute Balleroberung gehabt. Und dementsprechend ja, geht der Sieg absolut auch in der Höhe in Ordnung. Faire Verlierer aus Unterhaching, 3:0, eine klare Angelegenheit, live bei Telekom Sport und auch in Zukunft die dritte Liga, sehr unterhaltsam.